jetzt hier auf einem Hügel, umgeben von den Hochhäusern der Thermometersiedlung. In den vergangenen Wochen bin ich von einem Raum zum anderen gegangen, für die, die jetzt 8 Wochen lang nicht zur Gemeinde kommen konnten. Ich war in den Räumen, ich war auch in der Grünanlage. Jetzt könnt ihr am Sonntag wiederkommen zum Gottesdienst. Und jetzt stehe ich hier draußen. Warum? Weil ja, wir dürfen uns jetzt wieder in der Gemeinde versammeln. Aber wir wollen nicht vergessen die Menschen um uns herum. Hier sind ganz viele Menschen, die höchstwahrscheinlich noch nicht viel von Jesus und vom christlichen Glauben gehört haben. Es wäre jetzt unsere Chance, sie nicht zu vergessen. Auch bei euch, eure Nachbarn, die Menschen, wo ihr jetzt ganz nahe wart in diesen Zeiten, wo ihr nicht in die Gemeinde kommen konntet. Es ist hier ein Hügel, einen Berg habe ich nicht gefunden. Berge haben in der Bibel eine hohe Bedeutung. Es gibt den Berg Sinai, den Berg Horeb, den Berg Karmel und so weiter und auch den Berg der Verklärung. Da hörten die Jünger von Jesus eine Stimme, die Stimme von Gott, die sagte: Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Wenn wir zusammenkommen zum Gottesdienst, hören wir Gottes Stimme. Aber wir wollen auch an die Menschen denken, die nicht in eine Gemeinde gehen. Lasst sie uns suchen und Kontakt zu ihnen aufnehmen. Auch in Zeiten von Corona und darüber hinaus. Bis Sonntag. Stream, every sunset sky, but my one